Bei Ways of Attaching handelt es sich um die erste umfangreiche Überblicksausstellung der New Yorker Künstlerin Rosemary Mayer, die von 1943 bis 2014 in New York gelebt hat. Die Ausstellung ist entstanden in enger Kooperation mit dem Swiss Institute in New York, dem Lehmbachhaus in München und Spike Island in Bristol und stellt eben erstmalig dieses wirklich vielseitige Schaffen von Rosemary Mayer vor über einen Zeitraum von fast 40 Jahren. Die Ausstellung beginnt mit den konzeptuellen Experimenten der 60er Jahre. Dann sind wir sehr froh, dass wir alle erhaltenen Textilskulpturen von Rosemary Mayer hier präsentieren können, die Anfang der 70er Jahre entstanden sind. Dann wird aber auch die zweite Hälfte der 70er Jahre präsentiert, wo sie sich auch langsam einer mehr stärker zeitbasierten Arbeitsweise hinwendet und den Begriff der sogenannten temporären Monumente entwickelt. Es sind jetzt keine Textil- oder Holzskulpturen mehr, sondern Luftballon, Schnee oder auch Wachs werden zum Material ihrer Arbeiten. Es geht dann immer mehr auch um eine Auflösung von Materialien bis hin vielleicht auch zu Arbeiten wie die Floatsams, was wirklich nur noch so Fragmente von Stoff sind, die an der Wand schweben. Sie hatte ein sehr, sehr großes Interesse an der italienischen Renaissance, nicht zuletzt an dem Faltenwurf, und hat den ja wirklich auch intensiv analysiert. Aber auch die Farbigkeit erkennt man wieder. Zudem ging dann ihre Faszination für den manieristischen Maler Pontormo so weit, dass sie auch seine Tagebücher übersetzt und veröffentlicht hat. Der Titel Ways of Attaching versucht im Grunde genommen, all diese sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen von Rosemary Mayer zusammenzufassen, weil es ihr nicht nur um das Verknüpfen und das Drapieren und Verbinden von Stoffen, von Schnüren, von Bändern, also von Materialien ging, sondern auch ein ganz wesentlicher Punkt in ihrer Arbeit ist das Verbinden durch die Kunstgeschichte mit unterschiedlichsten historischen Frauenfiguren, die vielleicht zu Lebzeiten nicht die Sichtbarkeit bekommen haben. Ja, in den frühen 70er Jahren begann Rosemary Mayer auch Zeichnungen von imaginären Textilskulpturen anzufertigen, die sie als sogenannte Impossible Sculptures, also als unmögliche Skulpturen bezeichnete. Sie schrieb in ihrem Tagebuch auch dazu, dass das Medium des Zeichnens es ihr erlaube, mit Zitat Farben sowie allen möglichen Formen des Drapierens, Knüpfens, Nähens und so weiter ohne Dollars und ohne Einschränkung durch Raum und Größe zu spielen. So nutzte sie eben einfach die Zeichnung nicht nur zur Erforschung verschiedener Spielarten der Skulptur, sondern auch um Vorhaben ohne großen finanziellen Materialaufwand zu skizzieren.